Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Und hier haben wir auch unseren bekannten Luftfilter, den wir bei uns aus dem Online-Shop ja schon haben und auch beim Alex aus dem Online-Shop haben, für die Druma-Heizung. Gehen wir aber gerne mal drauf ein. Weil was ich ganz interessant finde und was wir eigentlich noch gar nicht so intensiv erwähnt haben, sind eure ganzen anderen Produkte, wo ihr habt, die gerade für den Campingbereich eigentlich unumgänglich sind. Behaupte ich jetzt einfach. Ja. Weil wenn ich jetzt hier das kleine Täschle sehe, da sind hier ein paar Produkte drin, die man im Campingbereich wahnsinnig gut nutzen kann. Und ich habe das selber bei mir im Auto und ich bin täglich am Sprühen und Machen für die verschiedenen Produkte. Und die wollen wir euch jetzt mal vorstellen, was da eigentlich alles drin ist. Ja, also so sieht es verpackt aus, passt auch alles rein, schön kompakt. Für in die Schublade oder ins Handschuhfach, quasi so eine Allzweckwaffe zum Saubermachen für unterwegs. Immer wenn es mal ein Malheur gegeben hat oder ich will was sauber machen, ist hier alles mit dabei. Das Set besteht aus unserem Geruchsbeseitiger, den ich einfach in den Raum aussprühe, wenn ich zum Beispiel gekocht habe und möchte mit dem Essensduft oder Geruch eben nicht einschlafen, dann sprühe ich das aus. Ich sage immer pro Schritt ein Sprühhub. Okay. Also bei mir im Kastenwagen sind es 3 Schritte. Da gebe ich immer noch eins mit dazu, okay. Aber sonst so ungefähr. Rein theoretisch, du sagst gerade beim Kochen, aber jetzt sage ich auch, weil wir ja gerade Kastenwagen oder Teilintegrierten relativ eng beieinander sind. Der Partner geht mal auf Toilette, genau. Entstehen ja auch Gerüche, genau. Dagegen ist es auch gut. Genau, also gegen alles, was uns stinkt. Genau, und du hast mir auch verraten, man kann sogar auch, wenn man Sport macht, für die Schuhe nutzen. Genau, das geht also in Sportschuhen, Laufschuhen oder in der Sporttasche. Ja. Ich weiß, dass manche Fußballer die Schienbeinschoner irgendwie nach einer Zeit riechen, genau. Oder was auch immer, solche Gerüche. Ja, da hilft Schweiß das auch. Kommt ja, das, einfach. Ja, das ist einfach so. Das ist einfach so. Und es gibt manche Dinge, die kann man eben schlecht reinigen. Ja, genau. Und da ist also das mit den Schuhen, muss ich ja zugeben, habe ich selber schon ausprobiert. Echt? Weil ich auch Sportschuhe habe. Ich habe immer schon gedacht, Mensch, ja, was ist da so? Aber es ist besser geworden seitdem. Und es funktioniert wirklich. Also echt klasse. Super. Dann haben wir hier noch? Dann haben wir den Geruchsbeseitiger als Gel. Aha. Ja, das war mal eine Entwicklung von der Erwin-Hümer-Gruppe. Das gibt es auch bei der Firma Bürsten als Originalteil. Okay. Das sieht dann, ich greife mal eben hier drüber, das sieht dann hier so aus. Ja, die Firma Bürstner hat ja das Thema Wohnfühlen und das ist dann hier aber das gleiche Produkt. Ich mache auch das mal auf hier, weil man das aufdrehen kann. Da ist eben der Geruchsbeseitiger als Gel drin. Den stelle ich irgendwo hin, zum Beispiel ins Bad oder ins, wo ich es gerade haben will. Und dann verdunstet das und das Gel wird immer weniger. Und wenn es leer ist, ist es halt, hat es auch keine Funktion mehr. Ne? Ja. Und das haben wir uns, darf ich dir mal zufächern, so ein bisschen? Ja, klar. Riecht schön ein bisschen nach Zirbenholz. Oh. Und dann hat Zirbenholz, ist auch ein reines Zirbenöl drin. Also Leute, und leider hat Bio jetzt die Kamera kein Geruchsorgan, dass ihr das zu Hause riecht oder wo ihr auch immer seid. Aber das riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Also das ist echt richtig. Also es ist ein Bio-Zirbenöl und hat alle positiven Eigenschaften von Zirbenholz eben. Man kann gut schlafen, man hat eine ruhige Atmosphäre, eine wohnliche Atmosphäre durch den Duft. Wie lang hält so eine Dose, wenn ich die jetzt permanent offen lasse? Wenn ich die permanent offen lasse, klar, es hängt ein bisschen von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit ist ja eine Verdunstung, also sagen wir 3 Wochen. 3 Wochen? Ja. Wow. Also für so ein Also zwei bis 3 Wochen. Ja, geil. Und man hält das auf jeden Fall. Gut, dann haben wir unseren Glasreiniger. Mhm. Wo ich sehr effektiv alle glatten Oberflächen mit sauber machen kann. Mhm. Glänzende Oberflächen, will ich mal sagen. Insbesondere die Abdeckung vom Herd, vom Gasherd. Mhm. Ich brate was an. Mhm. Die Fettspritzer gehen natürlich gegen das Glas. Das ist ja zu Hause auch so, ist ja ganz normal. Ja. Nur bin ich da halt auf kleinem Raum, brate aber das gleich große Steak an. Das ist ja jetzt erstmal das Gleiche, nur habe ich einen sehr kleinen Raum. Ja. Ja. Und das Fett bleibt halt an der Scheibe kleben. Fett ist nicht nur Geschmacksträger, sondern eben auch Geruchsträger. Ja. Also überall, wo Fett ist, bleiben Gerüche hängen. Ja, das ist, sag ich mal, charakteristisch ist eine Pommesbude. Ja. Die hat ihren eigenen, und das ist eben, weil das überall Fett ist und die Geruchspartikel sich quasi oder Moleküle sich an diesem Fett anhängen. Ne? Hat mir auch Parfüme mitgemacht mit sowas, ne? Ja, genau. Früher. Ja. Ja, cool. Also, dass es ausgezogen worden ist. Nicht nur Glas, sondern rein theoretisch auch die Acrylfenster. Ja, auch die Acrylfenster. Und das Schöne daran ist, dass hier auch immer
ein gewisses Maß an Geruchsbeseitiger schon drin ist. Ja. Gerade also für die Essens-, also die Fettspritzer wegzumachen, sowas arbeite ich immer. Mit allen Produkten, die wir haben, arbeiten wir immer gegen Gerüche. Immer. Ja. Aus dem Segment kommt ihr ja hauptsächlich. Aus dem Segment kommen wir hauptsächlich. Also wir haben unser Hauptzweige ist Fahrzeugaufbereitung. Ja, ja. Und aber genauso Pflegeheime. Ja, überall, da will ich nicht sagen, es stinkt, aber es riecht nach Mensch. Ja, doch, da sind Gerüche ganz menschelt, wichtig. Ja. Da riecht man eigentlich immer mal alle möglichen nicht so schönen Gerüche. Und da ist natürlich schön, wenn man die dann eliminieren kann, ganz damit genau. Das einfach in die Neutralität übergeht. Dann haben wir unser Fleckenspray. Das ist, sag mal, für die Polster. Ja, ja. Und oder generell, ich kann damit auch alle Klappenoberflächen machen. Wenn ich auf Glas gehe, kann ich das auch machen. Aber da bleibt halt ein Schlieren übrig, die man ja genau da bei der Glasreinigung nicht haben will. Sauber wird es, ich müsste dann nochmal nachwischen. Aber damit kann ich wirklich sehr schnell und sehr effektiv, ich will nicht sagen jeden, weil wir ja nicht alles ausprobiert haben, aber sagen wir mal jeden üblichen Fleck, der während der Reise passiert, Kaffee, Olivenöl, Salatsoße, Rotweinfleck, irgendwie sonstigen Sonnencreme. Ja, und ich muss sagen, ich habe ja selber schon etliches an den Fleckenmittel probiert, weil wir ja unsere eigene Werkstatt haben und da kommt ja trotzdem mal mein Mitarbeiter lang mit seinen schwarzen Händen. Ja, genau, sowas. Öl halt, ja. Dann haben wir schon Polster sauber gemacht, dann haben wir auch schon ein Auto gehabt, wo Stockflecken drin gehabt hat. Das habe ich ganz vergessen, Stockflecken gehen auch raus. Ja. Selbst wenn die älter sind, ohne Probleme, geht tadellos raus. Also das Teil ist echt der Hammer, was ich da schon Flecken weggemacht habe. Und du greifst in keiner Weise den Stoff an, sondern man nimmt halt einfach den Schmutz raus. Genau. Und ganz im Gegenteil sogar. Man muss halt nur aufpassen, wie man rausmacht, weil man darf natürlich nicht rubbeln. Das ist immer so ganz große Geschichte. Also nicht reinrubbeln, sondern schön abnehmen den Dreck. Vielleicht können wir das auch mal zeigen. Ja, gern. Das wäre sicherlich interessant. Also wir haben hier immer so ein Stück Teppich liegen. Wobei Teppich jetzt nicht zwingend mit einem Polsterbezug zu vergleichen ist, weil hier eben der Flor halt eben noch drauf ist. Ne? Das ist halt so 2 mm, hat man da Flor drauf und wir wollen ja unterwegs quasi nicht mit sonstigen Hilfsmitteln, ich schiebe mal eben den Stuhl hier weg, nicht mit sonstigen Hilfsmitteln, sondern einfach mit dem Tuch, was auch in dem Set drin ist, quasi den Fleck mitsamt des Reinigers wieder aus dem Polster holen. Ja. Oder aus dem Bezug. Und dafür muss ich eben das Tuch auch die Flüssigkeit aufsaugen lassen. Mhm. Und wenn ich eben da drauf drücke, dann kann das Tuch, ist wie beim Schwamm, wenn ich den zusammendrücke, nimmt der ja nichts auf. Ja? Genau. Sondern ich muss Gegenteil. Im Gegenteil. Genau. Und das versuche ich mir hier auch zunutze zu machen, dass ich eben vorsichtig das eben rausreibe und das Tuch das auch aufsaugen lasse. Ja, genau. Wenn ich zu Hause bin oder kann an der Tankstelle anhalten oder was weiß ich was, dann gehe ich eben mit dem Staubsauger drüber. Ja. Ja, und dann ist bei so hochflorigen Sachen das auch leichter, weil mit dem Tuch kommt man ja nicht beliebig tief von der Saugkraft. Ja, ja. Genau. Und dann sauge ich einfach mit dem Staubsauger drüber und dann saugt der Staubsauger den Schmutzpartikel mitsamt Reiniger auch raus. Ja. Kurze Nachtrockenzeit und dann ist der Fleck auch weg. Ja. So wie Stockflecken auch. Wir können das auch mal machen. Das machen wir hier des Häufigeren. Ist das Rotwein? Willst du mal? Nein, aber ich frage nur deswegen, weil... Sagt man einfach eigentlich das Häufigeren? Nee. Das machen wir häufiger hier. Häufiger. So, ja. Mach jetzt Rotwein mal hier ist ja doch eine sehr hartnäckige Sache, jetzt mal Fleck. Ja. Rotweinfleck. Ja, das stimmt. Ich habe meinen heute früh schon getrunken. Das ist jetzt im Grunde genommen egal, also ihr müsst euch nicht unbedingt beeilen dabei, sondern... ob das frisch ist oder mittelalt oder eingetrocknet komplett, spielt eigentlich keine Rolle. Wenn es ganz eingetrocknet ist, dauert die Einwirkzeit vielleicht ein paar Sekunden länger. Ja? Okay. Und wenn man jetzt hier, ich nehme mal hier das Fläschchen, das ist also das Fleckenspray, so wie es hier bei uns im Set ist. Und ich weiß nicht, ob man es einfangen kann, aber ich gehe jetzt mal hier oben drauf und dann wird man sehen, wie sich der Fleck schon in der Farbe verändert, wenn ich da drauf sprühe. Ja, das ist ja jetzt total, eigentlich schon. Genau. Ja? Und wenn ich jetzt das... Der ist ja schon fast weg. Der ist schon fast weg, ja. Jetzt setze ich das hier langsam drauf und ziehe das so. Und dann siehst du das in dem Tuch. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht. Da ist eigentlich schon der Rotwein drin. Ja. Ja, Wahnsinn. Und dann ziehe ich mir das, ich kann es auch mal in diese Richtung, je nachdem, wie das so gewoben ist, ne, ist das gar nicht so schlecht. Ja, dann bleibt noch ein bisschen Restfeuchtigkeit drin. Und ratzfatz ist er weg. Ja. Schaut, Leute, ist das krass.
Und das mit Rotwein. Und das mit Rotwein. Mit und das allen möglichen Hausmitteln rangehen, ja, genau, wie Salz, ja, und genau, Mineralwasser, ja, und weiß der Teufel was. Würde das jetzt auch aus deinem T-Shirt rausgehen? Aus Kleidung? Ja, aber nicht auf so eine Art und Weise, sondern weil wir hier verwobene Stoffe haben. Ja. Die Baumwolle sind ja feine, ja, Fäden, die, ich weiß nicht, x-mal je nach Qualität ja, miteinander verwickelt und verwoben sind. Ja. Und wenn da die Schmutzpartikel drin sind, bleiben die, hängen die da drin, und das ist schwer rauszuholen. Ja, ja, das ist ganz anders wie in so einem Stoff. Ja. Aber wenn ich es einsprühe und die Wäsche gebe, dann ist es draußen. Ja, ja, geil. Ja. Also Tischdecken auch und sowas, das kann man auch machen. Ja. Also echt ein Paket? Glasreiniger soll man auch mal machen. Oh, ich, ja, weiß nicht, ob es kommt. Ja, ja. Weil hier mache ich einfach, ich mache mal hier so den Spiegel. Ja. Ja, ich weiß nicht, ist der, ja, schmutzig? Perfekt. Ich mache aber, richtig, das sieht man hier auf jeden, also, Fall. Gerade mal so, ja. Pass mal auf, hier habe ich noch ein bisschen Lippenstift, den mache ich auch noch drauf. Jetzt wird's aber. Ja, ich kann den auch hier noch ein bisschen, perfekt, so mal verreiben. Auf die Linse. Dann habe ich den Glasreiniger, den gebe ich auch eigentlich immer gerne, mhm, eher aufs Tuch. Aha, gar, ja, nicht auf den Spiegel oder auf die Glasfläche? Ja, kann ich auch machen. Ja. Aber ich, ja, was soll ich sagen, eigentlich ist das ja geschäftsschädigend. Ne? Aber ich verbrauche einfach mehr, wenn ich auf die Scheibe drauf sprühe. Ja, weil ich dann immer denke, da habe ich noch was und da muss ich, war überall was. Alles runter, genau. Und ja, hier mache ich einfach, ich mache hier aus der kleinen, ja, Flasche. Oh, da habe ich daneben auf die Hand geschossen. Ein Sprühhub drauf. Ja. Okay. Ah, jetzt, naja, egal. Und dann ziehe ich das hier drüber. Ja, hier am Rand ist noch zum Abrutschen so. Hier Ratze. Und dann ist der Picobello sauber, ne? Und dann sind die ganzen Flecken auch weg und das Fett, alles ist, ja, weg. Ja, ist alles weg. Du hast nur einmal drüber gezogen. Ja. Nichts nachpolieren. Nee, nee. Nichts streifenfrei. Das ist auch egal, ob die Sonne scheint, ob es warm oder kalt ist oder so, das spielt keine Rolle. Boah. Das spielt gar keine Rolle, weil man sagt ja immer, wenn die Fenster warm sind, ja, Sonne scheint und man putzt die dann, das, ja, ist äußerst schlecht, weil, ja, dann gibt es ja diese ganzen Schlieren. Genau. Das spielt bei dem. Nee, das ist vollkommen egal. Also Temperatur ist egal. Krass. Also es, okay, gibt, wir haben tatsächlich auch schon, sagen wir mal, wirklich Privathaushalte, ja, als Kunden, die sagen, ich putze damit halt die Scheiben. Es geht halt schneller, Wahnsinn, ich muss nicht so nachwischen, ja, und dann, ja, ziehe ich da drüber und dann ist, ja, das eigentlich sauber. Also doch wirklich die perfekte, ja, Ergänzung eigentlich im kleinen Set jetzt fürs Wohnmobil. Gibt es natürlich auch in größeren, genau, Flaschen, genau, sage ich jetzt einfach mal, wo man dann auch dementsprechend das zu Hause anwenden kann. Genau. Gibt es in größeren Flaschen, die Tücher gibt es dazu. Da haben wir die Tücher, ja, dann haben wir hier die Beutel, aber hier haben wir natürlich auch die etwas größeren Flaschen, genau, wo man das dann auch überall anwenden kann. Das ist ja genial. Ja, muss dazu sagen, dass die beiden Produkte, Fleckenspray und, ja, Polsterreiniger, technisch gesehen gleich sind. Mhm. Das Fleckenspray ist höher dosiert. Okay. Ja, aber sonst haben die gleiche Funktion oder, ja, Wirkweise. Ne? Ja. Und ich kann eben, wenn ich hier so eine Flasche sehe, 250 Milliliter, sag mal, wenn man mal in der Innenreinigung vom Kfz redet, ja, würde ich sagen, zwei Autos. Wahnsinn. Ja, kann ich mit der einen Flasche machen. Ja, genau. Ja, Rücksitzbank und, ja, und Sitzbank, ja, und vielleicht auch die Sonnenblenden noch und, ja, Interieur ein bisschen. Man, ja, kann sehr gut PVC, also das wird die Einstiegsleisten, ja, Einstiegsgummis und sowas, das sieht nachher auch aus wie neu. Also die, ja, kriegen, die werden einmal richtig gereinigt damit. Ne? Genial. Das geht auch. Also das ist echt ein Muss für jedes Auto, für jedes Wohnmobil. Und jetzt haben wir hier auf der gegenüberliegenden Seite noch, vertrauen Sie Ihren Experten, da wird Ihre Nase Augen machen. Genau, immer der Nase ein genialer nach. Spruch, also ich finde den ja echt phänomenal. Und hier haben wir unsere Airtune-Filter für die Tuma-Heizung, wo, genau, wir ja immer mehr dran sind, dass die auch bei Ebersbecher, Webasto, genau, und so weiter in die Ausströmer passen, damit man hier einfach was genau verhindert im Wohnmobil? Erstmal andere Marken, also Webasto haben wir dann eine Lösung schon für. Ja, genau. Na, das, ja, können wir machen für die unterschiedlichen Ausströmer. Wir filtern die Luft am, vielleicht gehen wir noch mal kurz, ja, nach vorne. Ich habe ja diese Einbausituation. Hier ist das Möbel, also mein Schrank. Genau. Und dann habe ich hier meinen Ausströmer und hier sitzt eben meine Möbelwand dazwischen und hier kommt die Luft raus. Ganz genau. Und die Luft wird eben nicht gefiltert. Ja, die wird einfach angesaugt.
Stimmt, weil nämlich auch die Truma rein die Luft ansaugt, ohne Vorfilter, ohne genau, etwas. Also ganz genau. Einfach nur diese Schlitze drin und dann sieht man auch schon den Ventilator und da saugt er die ungefilterte Luft komplett an. Genau. Und so gibt er die dann auch wieder raus und jetzt ist das im ersten Moment, kann man mal sagen, naja, ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Aber es geht ja über die Dauer. Das heißt also, diese Rohre hier, die sind natürlich dafür vorgesehen, Staub und Schmutz zu sammeln. Genau. Und der wird dann immer da drin sein. Der wird in der hohen Konzentration rauskommen. Vor allem, wenn ihr das seht, die sind auch schön riffelig innen drin. Ja, ja, genau. Wo sich der Staub und der Schmutz auch richtig reinhängen kann. Genau. Und somit ist natürlich nach einer gewissen Zeit das Ding voll. Ja, ja. Genau. Und das multipliziert sich dann quasi da drin. Ja. Und wenn ich jetzt mal, da brauche ich gar nicht lange für, eine Heizsaison und dann in der nächsten Heizsaison habe ich dann eigentlich schon überall Staub. Ja. Und zwar so stark, dass wenn der hier rauskommt und ich mal 4 Tage die Heizung laufen lasse, dann kann ich hier meinen Namen von Ausströmer schreiben in den Staub rein. Ja. Und das macht eben schon was aus, wenn ich einen großen Teil dieser Staubpartikel, aber auch was Allergiker anbelangt, Pollen, man kann nicht immer alles filtern, also es ist dann nachher kein Reinraum, da muss man auch schon mal ehrlich sein. Aber die gängigsten Staubpartikel, die eigentlich sichtbar so sind und die ich immer unmittelbar einatme, die filter ich sehr wohl raus. Das kann man auch nach einmal, wenn man den mal 3-4 Tage wirklich im Winter hat laufen lassen oder so, dann sieht man schon, was die Filter schon zurückgehalten haben. Da ist schon einiges, was da rauskommt. Also ich habe die ja bei mir im Fahrzeug im Einsatz und man sagt ja immer mehr, klar, wenn man es anbietet, dann muss man ja davon überzeugt sein. Aber das ist immer sollte man, ja. Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin da echt mega davon überzeugt, weil nachdem ich die bei mir eingebaut habe, ich habe immer das Problem, dass meine Schleimhäute gerade trockene Nase hast trockene Nase und anschwillen. Genau, und die nachts immer angeschwillen. Ja. Seitdem ich aber die Filter drin habe, ist das um ein Vielfaches besser. Ja. Und ich kann mir das gar nicht richtig erklären, aber das liegt ja dann wohl eher an diesem Feinstaub, wo der aufgewirbelt ist, der natürlich da erstreckt sich ablagert oder keine Ahnung. Ja, man hat sonst von trockener Heizungsluft oder was weiß ich was gesprochen und so, aber es ist dann vielleicht doch in dem, sie wird vielleicht auch trockener, das weiß ich jetzt alles nicht, das haben wir so auch nicht überprüft, sind ja kein HNO-Institut, ja, aber die, dass man, also das ist spürbar, das ist wirklich spürbar, also angenehmer und eine bessere Wohnqualität, wenn die Heizung läuft und die Filter eingebaut sind. Das ist definitiv so, weil wie gesagt, ich spüre es an der Nase direkt und auch wenn ich abends im Wohnmobil sitze, es ist einfach angenehmer. Ja. Es ist einfach so, also das ist spürbar angenehmer und daher kann ich bloß jedem empfehlen, auch das ist ein Produkt, wo eigentlich in jedes Wohnmobil gehört, mit Humaheizung oder mit Luftheizung in Anführungszeichen. Ja. Gleich vorweg, bei der Alte geht es natürlich nicht, weil Nein. da haben wir Warmwasserheizung, das heißt, das ist ein Heizkörper, da können wir natürlich kein Filter davor machen. Aber für alle Luftheizungen sind wir dran, dass auch die restlichen Monopar-Fehlen da auch noch die Möglichkeit besteht. Und das ist echt auch eine mega tolle Ergänzung, wo richtig gut tut. Ja, man kann das auch im Sommer nutzen. Also wenn ich jetzt Probleme mit Pollenallergien habe, also Heuschnupfen, umgangssprachlich, Heuschnupfen. Dann kann ich zumindest, bevor ich zu Bett gehe, werde ich nicht die Heizung anmachen, aber ich kann, wenn die Filter eingebaut sind, die Ventilation einschalten und dann reden wir eigentlich von 20, 30 Minuten, um die Luftqualität schon gut zu verbessern. Wenn es eine Stunde läuft, ist sie wirklich stark verbessert und dann kann ich mir das zu Nutzen machen. Ja. Und dann eben sind, kann ich das einmal praktisch mein Inhalt des Wohnmobils durchfiltern und habe dann ein bisschen mehr Ruhe, wenn ich da Allergien habe. Genau, und gleichzeitig habe ich eben auch weniger Staub auf den Ablagen und sowas. Ja, auf der Glasablage vom Herd, da sieht man es halt auf dem Navigationssystem, auf dem Armaturenbrett und überall ist halt ordentlich Staub drauf. Eigentlich wie zu Hause. Ja, man hat auch auf den Schränken, das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, aber wir leben auf sehr beengtem Raum. Das ist eben der Unterschied. Und wenn ich dann das Fenster nicht richtig aufmache und Heizung laufen lasse, dann kommt das eben alles zusammen. Ich meine, zu Hause habe ich natürlich riesen Räume, was ich natürlich im Wohnmobil nicht habe, weil alles sehr, sehr beengt und klein ist. Und dazu zu sagen, ist eigentlich jeder Staubsauger hat einen Mikrofilter drin oder so einen Staubfilter. Alle haben irgendwas. Die Fahrerkabine hat den Staubfilter drin, in jedem Auto. Pollenfilter und so weiter, nur die Heizung hat halt leider gar nichts drin. Und darum hat der Camper Tobi mit deiner Wenigkeit hier dafür gesorgt, dass das auch ein Ende hat und dass man auch hier filtern kann und es wesentlich angenehmere klimatische Verhältnisse im Wohnmobil sind. Genau. Wow, jetzt haben wir viel gelernt. Ja. Mega tolle Produkte.
Ich kann euch nur sagen, solange ihr noch hier in Düsseldorf seid, kommt hierher auf den Stand in der Halle 13. Hier ist die Standnummer. Ganz wichtig. Und ich sage ganz lieben Dank, Alex, fürs Erklären. Ja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Und Leute, schaut hier unbedingt vorbei und lasst euch die Produkte auch selber nochmal erklären. Also ihr macht hier echt was Gutes für euch und euer Wohnmobil. Und ja, bis dahin, alles Gute. Alles Gute. Macht's schönen gut. Tag. Ciao. Ciao.